Heute ist der 2.2.2012. Mein Name ist Matthias Laut und in diesem Video werde ich euch die Verwendung des XML-Writers zeigen, nachdem wir ja gestern schon den XML-Reader kennengelernt haben. Wir wollen hier jetzt mal eine Sitemap schreiben. In dem letzten Video haben wir eine Sitemap gelesen und dazu verwenden wir den Stream-Reader und den XML-Writer. So, das Programm, was wir jetzt schreiben, habe ich tatsächlich so mal vor 2 Jahren geschrieben. Da hatten wir folgende Ausgangssituation. Ein Webseitenbesitzer hatte nicht komplett alle seine Seiten, die er tatsächlich hatte, im Google. Und wenn man sich bei den Suchmaschinen da nicht gedulden will, ist am einfachsten eine Sitemap zu submitten. Hatten wir leider auch nicht. Alles, was wir hatten, war ein Textdokument, wo die ganzen URLs drin standen. So, das wollten wir in eine Sitemap konvertieren. Also haben wir Folgendes gemacht. Wir haben hier einmal diese Textdatei gehabt. Da müsst ihr kurz in die Eigenschaften gehen und hier in Ausgabeverzeichnis kopieren, immer kopieren oder halt nur wenn neu. Aber da das jetzt ein kleines Projekt ist, können wir ruhig immer kopieren. Was ihr braucht, um die TXT-Datei lesen zu können, ist System.io. Dann zum XML-Schreiben brauchen wir wieder Using System XML. Und dann kann es losgehen. Einmal braucht ihr einen Pfad zu eurer URL-TXT. Ich mache das mal hier eben ein bisschen größer. So. Dann brauchen wir später eine Variable, die jeweils eine URL bekommt. Die setzen wir jetzt mal auf 0. Und ich will noch einen Counter haben. So. Als erstes, wenn man Dateien lesen will, sollte man prüfen, ob die überhaupt existieren. Das macht ihr folgendermaßen: if file exists, dann if path. Wenn das Dokument existiert, könnt ihr euren Streamreader instanzieren. Den gebt ihr auch den Pfad, von dem ihr jetzt wisst, dass er gültig ist und existiert. Und dann erstellen wir unseren XML-Writer. Eine abstrakte Klasse, die könnt ihr nicht instanzieren, deswegen hat hier eine Methode, die create heißt und der sagt ihr jetzt, dass euer Dokument sitemap.xml heißen soll und damit ist der Using Block auch soweit fertig. Der Using Block hat folgende Bewandtnis. Der sorgt dafür, dass nur innerhalb dieses Blocks Ressourcen für den XML-Writer zur Verfügung gestellt werden und danach halt nicht mehr. So, ihr beginnt dann, wenn ihr ein XML-Dokument schreibt, immer mit Write Start Document. Danach dann Write Start Element. Und jetzt brauchen wir ein paar URLs, Schema-Dateien und so weiter, Namespaces für unsere Sitemap. Da ich ja das letzte Mal richtig auf den Sack bekommen habe, dass ich da am Copy-Pasten war, mache ich das jetzt hier mal nicht.
dauert allerdings ein bisschen, das jetzt alles hier einzutippen. Eine Sitemap beginnt mit dem Wurzelelement URL Set. Das bekommt dann den Namespace HTTP w.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9. Dann brauchen wir noch Attribute. Write Attributes String. Und der Namespace heißt dann XML Namespace. Und darunter gibt es dann den XML Schema Instance. Dann 0 und dann http w.w3c.org slash schemas slash sitemap nein slash 2001 slash xml schema minus instance. So. Der nächste heißt dann XSI. XW Das Namespace-Prinzip ist hier im Prinzip so wie im .NET Framework auch. XSI, dann Schema, Location. Und jetzt HTTP www.sitemaps.org slash schemas slash sitemap slash 0.9 HTTP sitemaps.org/schemas sitemap 0.9 und dann brauchen wir die sitemap.xsd. Das ist jetzt wirklich die Schemadatei für Sitemaps. Und das war es soweit mit dem Head für unser XML-File. Jetzt können wir uns an das URL-Set machen. Also beziehungsweise die einzelnen URL-Einträge. Hier brauchen wir dann eine While-Schleife, die so lange läuft, wie noch URLs in unserem Textdokument drinstehen. Das macht ihr folgendermaßen: mal File Peak ist größer gleich 0. Peak liest immer das nächste Zeichen in unserem Textdokument, ohne das zu verarbeiten. Die Verarbeitung machen wir mit Readline und dann wird halt quasi der Cursor mal weitergeschoben an die nächste Zeile und irgendwann gibt es halt keine Zeile mehr, dementsprechend auch kein Peak-Element mehr, was noch zu lesen wäre. Dann bricht die Schleife ab. Hier wollen wir jetzt einfach mal unsere Zeilen zählen. Dann holen wir uns die erste URL. Die URL wollen wir dann auch noch trimmen, falls da mal irgendwie ein Leerzeichen mit drin steht in der Textdatei. Das macht ihr dann mit der Trim-Methode. So, und dann gibt es dann ein weiteres Startelement. Write Startelement und das heißt URL. Jetzt kommen unsere Elemente mit String. Das ist hier eigentlich ganz schön gelöst. Da gibt es wieder eine neue Methode für. Write Element String. Und das ist dann unsere Location. Und
die passende URL dazu. So, also das ist in dem Sinne schön, weil in manchen Programmiersprachen bräuchte ich jetzt hier drei Zeilen. Einmal um Log aufzumachen, einmal um den String zu schreiben und dann um Log zuzumachen. Ich glaube, in PHP ist das so. So. Dann geben wir noch an, wann die Seite das letzte Mal modifiziert worden ist. Das ist last modified. Hier schreibe ich jetzt einfach mal fest das heutige Datum rein. 2012, der 2.2. Dann kommt eine Uhrzeit. Stunden, Minuten, Sekunden plus eure Zeitzone. Dann kommt die Change Frequency, wie oft wird das Dokument geändert? Setzen wir jetzt mal daily rein, würde ich sagen. Gut, jetzt müsst ihr die URL zumachen. Tag schließen. Dann immer, wenn ihr mit solchen Streams zu tun habt, flashen. Nicht vergessen. Sonst könntet ihr hier an der Stelle Probleme mit irgendwie einer UTF-16-Kodierung bekommen. Da ständen dann noch Überreste in eurem Puffer mit drinne. So, dann machen wir das URL-Set zu. Dann schließen wir das Dokument ab. Dann machen wir den Writer zu mit Close. Und zum Schluss geben wir jetzt nochmal eben auf der Konsole aus, wie viele URLs wir geschrieben haben. Das war's schon. Das lassen wir jetzt mal eben laufen. Na? Ach, Counter. Auch gut. So, 14 URLs geschrieben. Schauen wir nochmal eben ins Textdokument, ob das passt. 14 Zeilen, passt. Und dann gucken wir uns die XML-Datei mal an. Wir haben hier unseren Document Type XML Version 1.0 UTF-8, das ist cool. Dann das URL-Set mit den Namespaces. Und unsere einzelnen URLs. So, wie man das dann noch ordentlich formatiert, zeige ich euch im nächsten Video. Das geht ganz einfach. Passt jetzt aber hier nicht mit rein. Und ja, das war's. So könnt ihr aus einer Textdatei lesen und eine Sitemap schreiben. Viel Spaß beim Selbstprogrammieren. Ich verabschiede mich dann an dieser Stelle.